25%. 25% der Wahlberechtigten sind bei der letzten Bundestagswahl nicht wählen gegangen. Millionen von Menschen haben vom Recht, eine Stimme abzugeben, keinen Gebrauch gemacht. Und das kann ich ziemlich gut verstehen. In einer Zeit, in der es immer wieder neue politische Skandale gibt, stellt man sich die Frage, warum sollte ich überhaupt wählen? Noch 1972 haben über 90% der Stimmberechtigten den Weg zur Urne gefunden. Heute unvorstellbar. Warum sollte man sich also auf den Weg durch Wind und Wetter machen, um überhaupt wählen zu gehen? Wir leben in einem demokratischen Land, in dem beileibe nicht alles gut läuft und richtig ist. Wir haben Probleme, Herausforderungen und jeden Tag entsteht neues Leid. Doch wie würde dieses demokratische Land aussehen, wenn wir jetzt alle nicht mehr wählen gehen würden? Was würde dann passieren? Ganz simpel, wir hätten keine Demokratie mehr. Wenn wir als Bürgerinnen und Bürger von unserer Willensäußerung nicht mehr Gebrauch machen, dann haben wir keine Demokratie mehr. Und das Zweite, was passieren würde, wäre, radikale Gruppierungen, radikale Parteien würden proportional noch mehr Stimmen bekommen, dadurch, dass du nicht wählen gehst. Ich weiß, wie schwer es fällt in der aktuellen Zeit, sich mit Politikerinnen und Politikern, mit Parteien zu identifizieren. Das geht mir genauso. Doch selbst wenn das so ist, ist es nicht unsere Aufgabe, unsere Demokratie zu bewahren, unsere Demokratie zu beschützen, dadurch, dass wir wählen gehen? Unseren Unmut zu zeigen, dadurch, dass wir nicht wählen gehen, wäre definitiv die falsche Taktik. Wenn mein Partner ein Essen kocht, was ich nicht mag, ist der Weg ab da, nichts mehr zu essen, definitiv der falsche. Der richtige Weg ist, den Partner vielleicht zu bitten, etwas anderes zu kochen oder ab dann vielleicht selber zu kochen. Aber gar nicht mehr zu essen, gar nicht mehr wählen zu gehen, das wäre definitiv die falsche Entscheidung. Am 26.09. ist Bundestagswahl und deine Stimme zählt.